unterwegs, und zwar nach Hamm, um die Jungs von Fairy Tale zu besuchen. Die haben nämlich uns zur Listening Session eingeladen, Benno, ne? Ja, genau. Ich bin als Kameramann heute multitaskingfähig und weil wir nur zu zweit unterwegs sind und unsere Kamerafrau nicht dabei haben. Und deswegen wird das jetzt so ein bisschen vlogmäßig. Und ja, wir sind gespannt. Wir haben ja schon mal mit denen einen Song, haben wir ja schon mal von denen verwurstet, in ein Video eingebaut. Und ich glaube, der ist jetzt auf dem aktuellen Album raus. Ja, also wir wissen da noch gar nicht genau, was uns so jetzt erwartet. Wir sind schon ganz gespannt. Ich meine, Weltstadt Hamm. Wow, aber wir nehmen euch natürlich mit. Jawohl, ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass dann doch irgendwie ein unglückliches Datum so viele Leute gefunden hat, die doch trotzdem gekommen sind. Wir hören uns jetzt heute unser neues Album an. Es wird Battlestar Rising heißen. Es wird vermutlich irgendwann rauskommen. Das wissen wir noch nicht so genau. Die Spanier sind da etwas, also nicht so dezidiert in ihrer Aussage, wann das rauskommt. Ja, zu dem Album jetzt ein paar Sachen zu sagen, nämlich wen die Tracklist interessiert. Wir haben hier vorne ein paar Flyer liegen und so. Da könnt ihr gerne reingucken. Dazu sage ich gleich, dass Song 1 und 9 heute nicht existent sind, weil das nämlich Spoken Word Beiträge sind und die haben wir einfach noch nicht fertig. Die müssen wir noch neu mischen. Genauso wie das Album jetzt noch nicht gemastert ist, ihr hört jetzt so diesen Mix, der zum Mastern geht. An zwei Stellen, drei Stellen wird vielleicht noch ein bisschen was gekürzt. Oder so, vielleicht irgendwie ein bisschen Pferde gegaloppt irgendwo noch rein oder in Maracas irgendwie sowas. Hat man ja auch nicht mehr immer so. Und ja, sowas zum Beispiel, genau. Heiße Argentinisch. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Album so, wie es uns gefallen hat. Also ich sage, fürs Touchdown, das nicht mehr. Und ja, Fairy Tale heute mit dem neuen Album. Battlestar Rising. Scheibe gehört, die ja echt ein paar schmucke Ohrwürmer hat, muss ich sagen. Ihr habt ja jetzt so seit Februar dran gewerkelt. Wie war denn so der Entstehungsprozess? Ja, wir haben halt relativ kurzfristig, muss man ganz ehrlich sagen, die Songs zusammengepackt und sind im Februar ins Studio gegangen und okay. Haben dann mit den Drumspuren angefangen, die Schlagzeugaufnahmen, und dann kam das alles peu à peu. Lief alles reibungslos ab. Ja, man kann sagen, es lief reibungslos. Es lief definitiv ganz reibungslos. Ja. Dass sich das so lange hingezogen hat, liegt einfach auch daran, dass wir natürlich keine Band sind, die ein Mörderbudget hat und man sich da nur am Wochenende trifft. Mhm. Wenn der eine mal im Urlaub ist, dann ist er halt weg und so. Ne? Deshalb kann auch eine Band, die so klein ist wie wir, auch mal ein Jahr ins Studio gehen, so fast. Das wie viele Fairy Tale Album ist es jetzt? Das zweite offizielle. Das zweite offizielle? Warum betonst du das so? Ja, wir haben vorher so eine EP gemacht in Eigenregie und das heißt, das kommt jetzt auch mit dem Label raus? Das kommt mit, kommt jetzt, ich denke Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, via Artgates Records raus aus Spanien. Und via Ende des Jahres? Oder wir haben es ja jetzt gerade schon gehört. Ja, wir hatten mal so eine Prognose.
angepeilt? Ja, wir hatten mal als Fixtermin den 30.10., weil das natürlich ein schönes Datum ist, wurde uns da angeboten, aber widrige Umstände hat halt nicht funktioniert. Nein, wir wissen das noch nicht. Ihr seid da dem Label auch auf jeden Fall einen Schritt voraus, weil ihr kennt das Album, das Label noch nicht. Ja, wie kam denn überhaupt die Zusammenarbeit mit einem spanischen Label zustande? Na, ganz einfach, also die haben uns angeschrieben. Ja? Über Facebook, irgend so ein Scout, der da bei denen sitzt, der hat gesagt, ich finde eure Musik geil und wollte nicht mal bei uns unterschreiben. Und ja, es hat sich da ein bisschen gezogen, weil wir irgendwie auch nicht so viel Zeit hatten, jetzt ein Album übers Knie zu brechen, aber ja. Ja, wie man das so macht, ne? Wenn man gefragt wird, wollt ihr im weltweiten Deal unterzeichnen? Ah, wir haben gerade kaum Zeit. Schwierig. Also musikalisch fand ich das alles sehr gut, was ich gehört habe. Ein Review von uns gibt es am Schluss, das bekommt ihr jetzt noch nicht zu hören, was wir darüber so wirklich denken. Aber so als ersten Eindruck, also ich höre da vor allem am Anfang sehr viel Iced Earth heraus. Benne mag gern Vergleiche. Ja, ich liebe Vergleiche. Es ist ja auch immer sehr dankbar. Ich meine, es ist ja weitestgehend Power Metal. Das kann man ja so umschreiben. Also ich bin ja auch kein großer Fan der Genrebegriffe, aber Power Metal, das trifft es ja, ja irgendwie. Ja. Und also ich höre eine Menge Iced Earth draus. Wie denkt ihr darüber? Also, ich meine, das ist immer sehr interessant, was andere Leute so in der Musik, die man so macht, was die sehen. Also ich meine, wir machen halt gerne Musik, die wir gerne hören. Iced Earth ist eine Top-Band. Ja. Und ich denke mal, am Fairytale Sound hat sich wahrscheinlich auch einiges ein bisschen getan. Es gab ja personell einige Umbrüche, ne? Also mich zum Beispiel. den Werner Cast. Und ja, ich denke mal, es klingt schon total anders als das Album davor. Und wie lange seid ihr beide jetzt schon so dabei? Wie lange, Carsten? Also ich würde sagen, knapp 2 Jahre. Mhm. Ja, ja, knapp 2 Jahre. Und habt ihr dann auch neue Einflüsse irgendwie mit eingebracht in die Band? Also ich für mich persönlich jetzt kann ich das eigentlich so nicht sagen, weil das war auch so, der Stefan, der schrieb mich dann auch über Facebook an und hat dann gesagt, hör mal Carsten, hallo, ich weiß, du hast 1, 2, 3 Bands am Start und hast wahrscheinlich überhaupt keine Zeit, aber könntest du dir nicht vorstellen. Mhm. Aber vielleicht doch. Vielleicht könntest es dir ja doch. Ja, und da habe ich dann gesagt, ja gut, ich habe mich dann erstmal nicht drauf geantwortet, habe mich zurückgezogen und habe mir so gedacht, ja gut, ist wirklich viel. Ne? Also 3, 4 Bands könnte wirklich ein bisschen viel werden. Und dann habe ich mir so gedacht, fahr doch mal hin, guck dir die Jungs mal an, man weiß ja nicht so. Ich habe gesagt, Stefan, schick mir einfach mal 2, 3 Songs. Und ich habe mir die angehört und habe mir so gedacht, ach cool, das ist so richtiger 80er Heavy Metal mit so ein paar Power Metal Einflüssen. Gefällt mir sehr gut, ist auch mein Musikstil. Und bin dann einfach mal zu der Probe gefahren. Ja. Und ich bekam 2, 3 Songs, die sollte ich mir halt anhören und mir die drauf tun. Haben wir dann in der ersten Probe gemacht. Und mir hat das richtig gut gefallen. So. Nee, weil das war so unkompliziert. Ja. Sehr unkompliziert und ist halt genau die Mucke, die ich halt seit ich 14 bin höre. Und dachte mir, ach klar. Texte stehen, ich brauche keine Werbung schreiben. Ja, reibt man sich die Hände. Musik steht, nein, und dachte mir so, da muss ich mal nicht so, bei den anderen Bands bin ich dann so mehr so der führende Part und da habe ich dann gedacht, das wäre cool, da bin ich mal das Schaf. Das Geschorene. Das geschorene Schaf. Nein, ich bekomme das geboten, muss mir das drauf tun und das halt irgendwie machen und das hat so. Also mir persönlich hat es im ersten Moment schon sofort so gut gefallen, dass ich für mich im Kopf schon bei der ersten Probe dachte, auch das kann schon ganz gut funktionieren. Ja, wenn man jetzt kommt das Album, wenn man jetzt so, man hat ja immer so einen kleinen Wunschvorstellung, Zukunftsplan, wie geht's da mit Fairytale weiter, umgehende Welttournee? Ja, die wird so natürlich nicht stattfinden, weil uns keiner sponsoren möchte. Und auch kein Arbeitgeber bereit ist, irgendwie 4 und 5 Monate Urlaub am Stück rauszuhauen. So. Wenn jemand einen weiß, es wären 5 Arbeitsplätze zu vergeben. Wir würden aber unter ganz schwierigen Umständen auch vielleicht bei Sony unterschreiben. Wenn. Dann sollen Sie sich mal via Facebook melden, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, das funktioniert auch nur so anscheinend. Ja. Nee, aber plant ihr dann auch Konzerte, Release-Konzerte und wann geht dann möglicherweise schon der nächste kreative Prozess los? Der stoppt gar nicht. Weil du schreibst ja, als Musiker machst du ja immer irgendwie irgendwas auch zu Hause so.
Es ist ja nicht gelogen, dass es irgendwie alle Leute sagen, sie haben 5000 Songs und Riffs zu Hause. Das ist halt einfach so. Ne? Du machst halt Musik, selbst wenn du dich warm spielst, spielst du irgendwann irgendwas, wo du denkst, boah, das ist cool. So ein Ding ist halt dann eine Bridge geworden in dem neuen Album. Wer schreibt bei euch die Texte eigentlich? Ja. Okay. Ja. Und auch Musik? Über Einhörner und Feen. Ich meine, Fairytale ist ja ein sehr schöner Name. Ja, Fairytale ist ein wunderschöner Name. Der liegt einem immer auf der Zunge, wenn man an solche Dreams denkt. Ne? Und nein. Der Sound gibt es wieder, muss man auch sagen. Und ja, also bei mir ist es halt genauso wie Carsten. Wir spielen im Prinzip genau die Musik, die ich auch selber höre und die ich selber machen möchte, weil alles andere ist ja irgendwie. Das kannst du in einer Top 40 Coverband machen. Wenn dir die Songs nicht gefallen, dann machst du das halt irgendwie als bezahlter Musiker. Aber wenn du mit Herzblut dabei bist, dann läuft es halt genau über das, was du gerne hörst. Und so entstehen also bei uns auch die Songs. Und die Texte, auf die Texte jetzt bezogen, ist halt einfach so, dass wir vor x Jahren, da waren die beiden noch gar nicht in der Band, uns überlegt haben, dass wir dieses spezielle Thema Battlestar Galactica machen wollen. Die Neuauflage dieser alten Serie von 1978, glaube ich. Und das war mit dem alten Gitarristen und dem alten Sänger schon klar. Der alte Sänger hat den Text zu Battlestar Rising geschrieben und zu Viper Pilots jetzt auf dem neuen Album. Die haben wir nur marginal verändert, damit das in den Kontext besser passt. Und das Thema war schon ganz lange klar. Mhm. Und ja, letztendlich bin ich der Einzige, der da übergeblieben ist von denen, die das so richtig cool fanden und deshalb musste ich halt die Texte schreiben. Aber hat ja gut geklappt, ne? Also ja, ich hoffe. Wozu man wirklich noch dazu sagen muss, dass die Texte an sich schon für einen Sänger schwierig zu interpretieren sind. Du hattest ja zum Beispiel bei Oprah auch die Chance zu rappen in der Strophe. Ja, ich kam eine Mail und dann, wir haben das ja ganz oft halt über Dropbox und so die Songs hin und her geschickt. Und dann bekam ich halt immer so ein Timeframe, wann die Strophe anfängt und wann der Refrain anfängt. Und dann sagte Colin irgendwann, also wenn du eine Idee hast, wie man die Strophe in irgendeiner Form singen kann, meine wäre Rap. Das hätte ich ja gerne gehört. Ja, ja. Also wir haben es hier auch zwei, dreimal versucht. War auch eine lustige halbe Stunde. Aber es ist halt schwierig, weil das halt ein Konzeptalbum ist und weil da halt unheimlich viele Namen und Vorkommnisse drin sind, die man so normalerweise in so einem fluffigen Text nicht verarbeiten würde. Und das fing ja schon damit an, ich hatte hier zwei oder drei Songs eingesungen und dann hat Colin die dann über die Dropbox vom Alex geschickt bekommen, von unserem Produzenten, und sagte dann, hör mal, alles total geil, ich bin total zufrieden, aber die Namen der Protagonisten, die hast du falsch ausgesprochen. Da habe ich gesagt, ja wie jetzt? Alles nochmal neu oder was? Ja, eigentlich schon. weil das sind halt Adama, Kobol und wie die alle heißen, ist schon schwierig, weil ich muss dazu sagen, ich bin Battlestar-mäßig, also ich habe die Serie nicht so oft gesehen. Ich kenne sie nicht so auswendig wie Colin und das war schon schwierig, ja? Weil wenn man es nicht kennt, sich da reinzufinden und die ganzen Namen und die ganzen Zusammenhänge, und das musst du ein bisschen getragener singen, weil das ist doch eine traurige Szene. Ist schon schwierig, wenn man es nicht so kennt. Ne? Und dann schickte er mir hier und da mal so einen Film. Ja, aber es war generell so ein Zwiespalt, weil die alten Members waren ja weg irgendwie. Und das Thema und das Cover, vor allen Dingen auch der Platte, das stand seit 2012. Okay. Da stand der Titel des Albums und das Cover hatten wir damals auch schon gekauft, weil uns irgendwie klar war, wir machen genau die Platte. Und das war natürlich dann irgendwie, ich konnte ja jetzt Carsten nicht überfahren und sagen irgendwie, dann und dann sind wir im Studio, du musst singen, du hast jetzt irgendwie zwei Wochen Zeit, dir vier Staffeln 30 Mal hintereinander anzugucken. So, das ist natürlich schwierig. Ja. Hat er auch nicht gemacht. Wird ihm heute noch übel genommen. Also kann man sagen, dass Fairytale weniger Ex und Schwerter ist, wie man es eigentlich erwartet, auch in diesem Power-Metal-Kontext, sondern ein bisschen mehr Science-Fiction? Nee, darf ich da mal was zu sagen? Ja. Das finde ich nämlich als Neuzugang so total toll, weil Fairytale als Märchen kann man bei den Jungs wirklich so sehen, weil die Themenbereiche, die ändern sich ja quasi von EP zu Album zu Show immer wieder. Also Oberbegriff ist Märchen. Das kann Horror, Schwert, Science Fiction, alles Mögliche. Es könnte sogar Politik sein. Es könnte sogar Politik sein. Das nächste könnte also ein politisches Fairytale sein. Nee, wir haben ja da schon was. Wir haben da ja schon ein was Konzeptalbum über Nordkorea. Nein, da haben wir ja schon was am Start. Also die Idee ist ja schon da. Nein, aber dieser Oberbegriff Fairytale, der
macht insofern Sinn, da kann sich ständig was tun. Das ist jetzt Science Fiction. Nächstes Album kann Horrorfilm sein, so die ganzen alten Klassiker aus den 60ern, 50ern. Das kann irgendwie alles sein. Irgendwas mit Märchen zu tun hat, könnte schon passieren. Das heißt, ihr werdet auch weiter den Weg gehen und konzeptvolle Musik machen? Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt gerade richtig Spaß dran. Und nachdem Carsten sich jetzt quasi befreit ist von dieser Last, dass er sich so viele Folgen auf DVD angucken muss, kann er sich dann textlich auch beim neuen Album ganz anders einbringen und so. Ja. Abschließend, welche Serie würdest du denn dann mit reinnehmen? The Walking Dead. The Walking Dead ist ja auch, wie ist deine Meinung? Ich kann mit einem anfangen. Okay, also. So machen wir. Ja, also. Nein, wir haben ja schon einen Plan. Der Name ist Programm, wir können alles machen. Wir haben ja schon einen Plan für eine nächste EP oder ein bisschen was Größeres. Da wissen wir ja schon Bescheid. Gilmore Girls. Ja, ich bin großer Gilmore Girls Fan. Ich habe alle 7 Staffeln zu Hause. Gesuchtet. Absolut. Nee, gut, wunderschön. Also man weiß halt nicht, was bei Fairy Tail 1 zu erwarten hat. Beim nächsten Mal, alles ist möglich. Alles ist möglich. Wunderbar. Das klingt nach einem guten Schlusswort. Und ja, noch irgendwelche letzten Grüße raus. Tschüss. Let the fairy tale be real. Ach ja. Das ist übrigens So, wir sind auf dem Rückweg, mussten etwas laufen, damit wir unseren Zug erwischen, hat aber funktioniert. Und ja, jetzt gibt es erstmal, es war unser gemeines Feedback, unser gemeinsames Feedback. Genau. Und ja, es war schön. Insgesamt eine schöne kleine Runde, es gab was Leckeres zu essen sogar, wir wurden gut verpflegt. Und ja, also ich finde es immer schön, wenn man die Leute dann auch persönlich hinter der Musik kennenlernt. Genau. Und die machen das mit Leidenschaft, das merkt man. Auf jeden Fall, wir haben ja noch ein interessantes Interview geführt. Wie ihr gesehen habt. Und jetzt kommt so abschließend sozusagen noch ein kleines Plattenreview von uns. Wir haben es ja jetzt exklusiv gehört. Ja. Und da lassen wir uns natürlich jetzt nicht nehmen, es mal auch zu bewerten. Ja, so. War ganz gut, ne? Ja, also ich muss zugeben, mir gefällt das Fairy Tail Album wirklich gut. Ja. Die Sache ist, Power Metal ist immer so eine Sache, irgendwie auch abseits der 90er gibt es das für mich kaum. Ja, momentan ist es natürlich nicht so präsent in der Szene, aber man muss sagen, Fairy Tail, die schaffen es wirklich catchy Songs zu schreiben. Ja. Sie sind catchy, und das muss auch Power Metal sein. Sie sind catchy, die haben auch diverse Hits, lass mich mal kurz die Songliste nochmal schauen. und mir haben wirklich ein paar Songs wirklich auch ins Ohr gegangen. Ja. Ich meine, Battlestar Rising kennt man natürlich auch schon aus unserem Video. Also das ist natürlich echt das ist ein Hit, das muss man einfach mal sagen, aber richtig gut gefallen hat mir auch noch. The Weird and the Mad, der war schön, kurz, knackig, ein schöner Refrain. Ja, ich fand ja ganz erfrischend The Opera House, weil es halt so eine Ballade war, aber nicht zu kitschig, nicht zu langsam, sondern so im Aventasia-Stil. Genau, ich fand auch, man hat eine ganze Menge Summit rausgehört. Zumindest da, ja. Ja, vor allem am Anfang fand ich, dass man da sehr viel Eis-Oers raushört. Ja. So, diese frühen Sachen, die guten, also Something Wicked This Way Comes und Dark Saga und so und die Horror Show, die guten Alben halt. Mhm. Und dass man das da sehr raushört, fand ich. Ja. Und gut fand ich auch noch Viper Pilots, der war so ein bisschen catchy. So, und insgesamt ein langes Album. Es ist ja mit einer Stunde Spielzeit, ist natürlich, könnte wie immer vielleicht ein Tick knackiger sein. Und ja, sie bewegen sich halt oft auch im selben Tempo, wie ich es jetzt gerade beim ersten Mal empfunden habe. Aber das gibt dem Gewissen auch so eine Konstanz, wie wir jetzt erfahren haben. Genau. Wie wir jetzt auch erfahren haben, ist ein Konzeptalbum, was mir von der Thematik sehr gut gefällt. Das ist halt Battlestar Galactica. Nerdy. Und da ist bei dem wirklich das Märchenthema ist bei dem wirklich auch präsent. Mhm. Und das hört man auch. Die machen das mit Liebe, auch mit Liebe zu diesen Details von Battlestar Galactica und so. Da ist eine Menge Herzblut drin. Ja, vor allem steckt ja wirklich viel Potenzial in dieser Band. Und man wünscht es ihnen ja, dass sie jetzt vielleicht mal wirklich nochmal einen richtigen Schwung kriegen. Ja. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, mir haben die wirklich angetan. Also, jetzt kann man sich authentisch locker anhören. Unglaublich, authentisch, deswegen gibt es von mir 4 von 5 Punkten. Für den 5. müsste es einfach noch so ein Hit mehr, vielleicht ein bisschen knackiger. Genau. Aber 4 von 5 ist eine ordentliche Sache. Das ist schon mal für den Start super und dem kann ich mich auch wirklich mal anschließen. Und für mich jetzt gar nicht immer so wichtig, die Produktion ist super. Ja, die ist zumindest rund. Jetzt allein auf diesem Master,
Das ja. war ja noch nicht zu Ende. Nee, produziert. Das stimmt. Da kommen vielleicht noch so atmosphärische Effekte und so, hatten sie erzählt. Ja. Das waren schon ganz eine ganz runde Sache. Wenn es rauskommt, hört es euch definitiv auf jeden Fall an, wenn ihr vor allem Power Metal mögt. Ja. Genau. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt mit Bahn vernünftig zu Hause ankommen. Und Wasser kriegen. Wir sind gerade viel gerannt. Und ja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal. Waltzing on Tour. Tschüss. Ciao.